Mitglieder mit Visionen, eine Initiative der Volksbank Pirna, Ihre Bank in der Sächsischen Schweiz. Das Edelstahlwerk in Pirna-Kopitz. Seit 1992 ist der traditionsreiche Standort in Familienbesitz. Clemens Schmees leitet das Unternehmen in zweiter Generation. Neben dem Werk in seiner Heimatstadt Langenfeld ist auch Pirna längst zur Heimat geworden. Der Rheinländer beschäftigt am hiesigen Standort rund 200 Mitarbeiter. Also wir sind als Familie, Vater, Mutter, Tochter und Sohn, sind wir ins Obligo gegangen. Wir haben das von privatem Geld gekauft, hier den Standort. Und wir haben auch damals eine ordentliche Summe zahlen müssen und nicht die berühmte Mark. Ja, und die Herzensangelegenheit, das sehen Sie einfach. Wir haben seitdem in dem Standort hier Pirna 25 Millionen Euro investiert. Die Edelstahlwerke Schmees gehören zu den größten Arbeitgebern der Stadt. Besonders schwere Teile werden in Pirna produziert. Bis zu 10 Tonnen Gewicht kann ein Bauteil haben, was bei den Edelstahlwerken Schmees aus einem Guss kommt. Clemens Schmees hat das Unternehmen stets weiterentwickelt. Gemeinsam mit seinem langjährigen Geschäftsführer Johann Unklaub ist in den zurückliegenden Jahren am Standort Pirna viel passiert. Wenn Sie sich angucken, wie, als wir damals 92 hier Pirna gekauft haben, wie der Betrieb damals aussah und heute, das ist schon ein erheblicher Unterschied, alleine in den Fertigungsmöglichkeiten. Und jetzt kommen hier noch die 3D-Fertigungsmöglichkeiten hinzu. Diesen additiven Technologien stellen wir uns, wir wenden sie an, sowohl in Langenfeld als auch in Pirna und Industrie 4.0, also eine komplette Vernetzung des Unternehmens bis hin zum Arbeitsplatz, die ist auch schon, ja, ich sage es mal, zu 85% gegeben. Mit der Zeit gehen, neue Möglichkeiten nutzen. 2013 wurde das neue Verwaltungsgebäude der Edelstahlwerke Schmees fertiggestellt. Unternehmen aus der Region, so auch die Volksbank Pirna, waren an der Realisierung des Bauvorhabens beteiligt. Doch auch ein modernes Gebäude braucht Wärme und die kommt aus dem benachbarten Werk. Die enorme Hitze, die bei den Brennvorgängen entsteht, wird mittels Wärmerückgewinnung genutzt. Eine gute Idee fand auch das sächsische Umweltministerium und nominierte die Edelstahlwerke Schmees für den Sächsischen Umweltpreis 2015. Clemens Schmees stellt sich den Herausforderungen der Zeit. Immer einen Schritt voraus, Dinge tun, an die andere noch gar nicht denken. Wohl auch so entstand die eigene Kunstsparte bei den Edelstahlwerken Schmees. Seit einigen Jahren entstehen in Pirna einzigartige Gebilde, Kunstwerke aus Edelstahl. Das ist ja immer die Herausforderung, die man sucht. Und als wir mit den ersten Kunstwerken oder anspruchsvollen Kunstwerken konfrontiert wurden, da war es dann schon, gab es innerbetrieblich schon starke Diskussionen, stellen wir uns der Aufgabe oder stellen wir sie uns nicht. Aber das war einfach unser Anspruch zu sagen, jawohl, das macht Spaß, das ist eine Herausforderung, das ist in irgendeiner Art und Weise auch ein Alleinstellungsmerkmal, was wir uns schaffen können. Und wir haben uns diese Sache gestellt. Und die erste Balloonflower, die wurde dann ja im Jahr 2000 am Potsdamer Platz präsentiert von Jeff Koons. Und das war so der Knaller. Und alle Welt hat dann hier hingeguckt nach Pirna. Und wenn du heute im Internet suchst, Kunst aus Edelstahlguss, dann findest du als allererste Stelle uns. Obwohl wir das nicht bei Google bezahlen. Weltweit renommierte Künstler wie der Engländer Tony Craig lassen ihre Werke in Pirna fertigen. Gern auch überdimensional, meterhoch und perfekt poliert. Weit mehr als 10.000 Stunden Polierarbeit stecken beispielsweise in diesem Objekt. In Pirna entstehen wahre Kunstwerke. Zu sehen in der ganzen Welt. Die Tradition als Kontrastprogramm. Einmal im Jahr findet das Barbara-Fest in Pirna statt. An der eigenen Kapelle versammeln sich Mitarbeiter, Freunde und Weggefährten, um der Patronin der Gießer zu gedenken. Ein wichtiger Termin für die Familie Schmees, da dürfen auch die Firmengründer nicht fehlen. Dieter Schmees und Ehefrau Sigrid sind noch heute der gute Geist der Firma. Und sie haben einen großen Anteil daran, dass Pirna ein eigenes Brauhaus hat.
1998 eröffneten sie ihr eigenes Lokal, das Brauhaus zum Gießer. Und das hat vor allen Dingen auch die Bevölkerung uns sehr gedankt. Wenn Sie hier oben die ganzen Kaffeekannen sehen, die sind uns alle geschenkt worden. Die haben gesagt, Mensch, Sie sind hier hingekommen, das schenken wir Ihnen. Da oben sehen Sie ja das Kreuz, was natürlich zuerst auch hier hingekommen ist. Nicht? Da saß dann ein rothaariger Former bei der ersten Veranstaltung hier und sagte, nee, wie ändern sich die Zeiten? Wo früher Honecker hing, hängt jetzt der Herrgott. Das Brauhaus zum Gießer ist in Pirna längst eine Institution. Von überall her kommen die Gäste. Sigrid und Dieter Schmees bezeichnen das Brauhaus liebevoll als ihr Wohnzimmer. Und ganz nebenbei ist es auch Arbeitsstätte für einige Menschen schon seit vielen Jahren. Wir haben hier eine Kontinuität reingebracht. Sehen Sie, der erste Mann, der gekommen ist, der erste Koch, der Leiter der Küche, der ist heute nach fast 20 Jahren noch da. Die Steffi, die Restaurantleiterin, die hat als Studentin schon bei uns gearbeitet. Wir haben das herangezogen. Es ist nicht viel Fluktuation. Das Edelstahlwerk, das Brauhaus zum Gießer. Familie Schmees hat in Pirna manches auf den Weg gebracht. In einigen Jahren soll das Unternehmen an die dritte Generation übergeben werden. Doch Clemens Schmees versichert, mit 58 Jahren hat das noch etwas Zeit. Und bis dahin möchte sich der Firmenchef noch einen ganz persönlichen Wunsch erfüllen. Meine Vision und mein Traum ist, dass wir die Kunst noch näher an die Bürger von Pirna ranbringen und dass wir am Parkplatz von dem Brauhaus irgendwann mal in der Lage sein werden, eine gläserne Manufaktur zu errichten, wo die Leute dann das Brauhaus abends besuchen, unsere Mitarbeiter auf der zweiten Schicht beobachten können, wie die Kunstwerke entstehen lassen. Mitglieder mit Visionen, eine Initiative der Volksbank Pirna, Ihre Bank in der Sächsischen Schweiz.